Oh, hi, guten Abend. Geht schon los oder was? Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir reagieren heute auf den Kanal von Sandral C. Ja? Nur Gott weiß, wer Sandral C ist, was Sandral C macht, wofür sie bekannt geworden ist. Überschrift lautet Schwör mal, Jonas, ja? Schwör mal auf Big Mac, kennt ihr den noch? Legende aus Hagen. Statements über Statements, kein Plan, was hier passiert, aber mir wurde gesagt, Kahn, unbedingt drauf reagieren. Heiße Beweise sind da drin. Okay, das machen wir jetzt auch. Aber ich würde mal sagen, wir machen auf hier 1,5. Mal gucken, wie das ist, ja? Weil 46 Minuten ist echt lange. Leider habe ich es nicht geschafft, das Video vor Ramadan hochzuladen. Ich weiß, dann soll dann wieder an einem heiligen Monat nicht zu suchen habe mit allen Mitteln von blablabla, okay? Egal. Okay. Hallo Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar Leute, das soll jetzt hier eigentlich kein lustiges Video sein oder sonst, das ist eigentlich ein ernstes Video. Und zwar ja, wir beide sitzen jetzt hier wieder vor der Kamera wegen einem bestimmten Thema. Und genau, ich sag euch, das ist Leute, wir hatten vor allem in den letzten Wochen stark betont, dass wir uns von diesem Netflix fernhalten wollen. So, die letzten Wochen kamen aber wieder ganz viele Skandale auf TikTok. Mit dem und dem wurden wir wieder gesehen, mit dem und dem waren wir wieder unterwegs. Das und das ist passiert. So, wir haben uns dazu nicht geäußert, weil wir ja immer wieder stark betont hatten, wie gesagt, dass wir uns zu so etwas nicht mehr äußern wollen. Was aber wiederum widersprüchlich ist, wenn wir trotzdem solche Skandale auf euch zukommen lassen. Dann aber sagen, ey Leute, wir äußern uns nicht dazu. Vor allem, Leute, denke ich jetzt, ey, ich weiß jetzt genau, wann dieses Video online kommt, ob es jetzt kurz vor Ramadan online kommt oder leider auch während Ramadan. Ich weiß, so ein Video, so eine Art von Video hat überhaupt nichts an so einer heiligen Jahreszeit, sag ich mal, hat überhaupt da nichts zu suchen. Sowas sollte man ja eigentlich auch wirklich schon lassen, sollte man auch generell. Jahreszeit, die dachte doch, Ramadan ist sowas wie Dings, Digga, wie Frühling, Sommer, Winter, Herbst. Im Palast ist ja schon mal Ramadan, aber Leute, schaut euch das Video bitte einfach nur bis zum Ende an. Dann habt ihr vielleicht Verständnis für das Ganze. Und zwar, Leute, warum wir auch dieses Video drehen. Leider kam es dazu, dass Enzo und ich in der Vergangenheit falsche Menschen unterstützt haben und auch falsche Menschen zu Unrecht gut gesprochen haben. Was jetzt unser Fehler war, aber wir haben zum Glück daraus gelernt. Und genau, ich würde mal sagen, fangen einfach mal mit dem Video an. Und zwar, Leute, ihr könnt euch bestimmt alle an unser Video erinnern, was wir vor ein paar Wochen, vor einem Monat hochgeladen haben hier auf YouTube. Es tut mir so leid, weiß ich nichts von, aber okay. Da haben wir euch erzählt, was mit Enzo in Paris passiert ist. Da kam es ja zu einer Auseinandersetzung mit jemandem. Und das ist bei ihm leider Verdacht auf Restumor gibt. Wir hatten euch ja im letzten Video. Ah, da war ja irgendwas mit Yunus und so. Ich glaube, ach, das war der Junge. Der wurde wohl geschlagen oder so und dann war da irgendwas, okay? Vorenthalten, wer diese Person war, deswegen Enes halt mit dem Kopf wieder auf den Boden gefallen ist, was auch sehr gefährlich für ihn ist, was ich auch schon im letzten Video erwähnt hatte. Und ihr könnt euch bestimmt alle an diesen Teil erinnern, als ich euch gesagt hatte, dass wir die Person nicht ins Öffentliche ziehen wollen, da wir weitere Probleme einfach nur vermeiden wollen. So, und jetzt möchten wir euch erstmal einmal sagen, A, warum haben wir diese Person vorenthalten, B, wer war diese Person und C, wie kam es überhaupt wirklich zu dieser Auseinandersetzung. So, wir haben euch nicht angelogen im letzten Video, wir haben euch ja gesagt, okay, es kam zu einer Auseinandersetzung, wir haben gesagt, Enes ist mit dem Hinterkopf wieder auf den Boden gefallen leider und genau, wir haben euch lediglich eigentlich nur vorenthalten, wer diese Person war, das auch mit gutem Grund und genau, das erzählen wir euch gleich. Wir kommen halt einmal erstmal dazu, wer diese Person war und genau, damit kannst du eigentlich anfangen. Kurz vorab, Leute, nochmal, egal was wir beide in diesem Video vielleicht ein bisschen langsamer sagen werden, ich werde für alles Beweise einblenden und wenn ich an bestimmten Stellen keine Beweise einblende, sondern nur erzähle, dass das und das passiert ist, dann mache ich das aus sehr, 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 sehr gutem Grund, weil diese bestimmten Menschen, die können sich dann vorschätzen, dass ich für die bestimmten Teile keine Beweise einblende. Sollten diese bestimmten Menschen aber auf die Idee kommen, an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, ey, das und das stimmt nicht, wo sind denn dafür die Beweise, dann werde ich die Beweise veröffentlichen, weil das mache ich noch die Person, den Personen zuliebe, weil das die Beweise, die ich nicht einblende, diese Beweise würde ich dann wirklich bloßstellen. Und wie gesagt, sollte die Person auf die Idee kommen, mich als Lügnerin darzustellen oder sagen, ey, wo sind denn da die Beweise, dann werde ich die Beweise einblenden. Genau, ich denke, wir machen mal einfach mit dem Video weiter. Wo sind die Beweise dafür, dass ich so dick geworden bin, Digga? Wo sind die Beweise? Seit wann hab ich dich so zugenommen, Alter? Meine Fresse, ja? Oder wo geht denn dann? Oder bist du aus wie mein Vater, Alter? Also Freunde, wir waren ja bei Paris stehen geblieben und ich sag euch erstmal, wer die Person. Ich liebe Essen so sehr. Dann bitte mich jetzt mit. Und war, das war die Person, von der ich das am wenigsten erwartet hätte, die ich wirklich als Bruder gesehen habe. Es fällt mir wirklich schwer, darüber überhaupt nachzudenken, überhaupt zu denken, wie konnte dieser Person mir sowas antun so. Und ja, ihr wisst bestimmt, wen ich meine jetzt. Mit dem ich wirklich tagelang unterwegs war. Es war Yunus. Und warum ich das von dieser Person am wenigsten erwartet hätte, ist, weil, wie gesagt, ich war mit der Person tagelang unterwegs. Wochenlang sogar. Und wir haben zusammen gegessen aus einem Teller. Wir haben,
Wir haben so viel zusammen erlebt. Wir haben die letzte Kippe zusammen geteilt. Oder warum tun die so mit dieser Hintergrundmelodie, als wenn irgendeiner gestorben wäre? So. Was sagst du, das ist eine Kippe? Das ist ganz schlimm, die Leute wissen auch, dass ich schwach bin. Ich hab jetzt nur geliebt, dass Jonas drauf. So Leute, Ennis hat euch ja jetzt kurz und knapp gesagt, wer diese Person war. Ich erzähle euch jetzt nochmal kurz und knapp, wie es zu dieser Auseinandersetzung kam. So. Ich sag euch so, Leute, ich möchte nicht gerne irgendwie Sünden von Menschen in der Öffentlichkeit bloßstellen, aber da Alkohol in dieser Auseinandersetzung, denke ich mal, eine große Rolle spielte, erwähne ich es jetzt einfach mal. Jonas war halt sehr stark betrunken. Zu dem Zeitpunkt war ja die Mariam gar nicht dabei, er war mit uns, mit Lena zusammen in Paris. Das ist nochmal eine andere Geschichte zwischen denen so. Und genau, Jonas ist halt ein Mensch, wenn er nicht gerade mit seiner Freundin oder mit seiner Freundin gerade nicht da ist, dann kennt er seine Grenzen einfach nicht so. So, ich würde nicht sagen, dass sich Jonas an mich rangemacht hat. So, ich würde lügen, wenn ich sage, Jonas hat sich an mich rangemacht. Das wäre eine Lüge. Aber Jonas war halt sehr, 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 sehr stark betrunken und kennt seine Grenzen nicht, würde ich mal sagen. Also es war halt so nur mit den Armen. Die brauchen echt wirklich, Walla, 5 Jahre, um einen Satz zu sagen. Ich höre immer nur dasselbe, Digga. Tamam, welche Grenzen? Wolltest du in die Türkei fahren? Kamst du nicht über die Grenzen oder was? Reich mit deinen Grenzen. Mit den Händen mit. Er war einfach zu nah. Er bekam ein bisschen zu nah und das hat halt Ennis ab und zu mitbekommen, hat das halt erstmal in sich reingefressen, weil, wie er schon gesagt hat, Jonas war. Er war sein bester Freund, so. Er hätte es von jedem erwartet, aber nicht von Jonas. Irgendwann kam es aber dazu, dass Jonas seine Grenzen wirklich überschritten hat. Es kam dazu, dass, wenn ich zu Ennis gegangen bin, er meinen Arm weggezogen hat, mich nicht zu Ennis gehen lassen hat, Späße draus gemacht hat, was aber halt einfach nicht mehr lustig war irgendwann, mich angefangen hat zu tragen, auf die Schulter zu nehmen, auf den Armen zu tragen. Er hat seine Grenzen einfach überschritten, war mir zu nah so. Ennis daraufhin ist ihm dann, hat ihn darauf konfrontiert, ist zu ihm gegangen und hat ihn beleidigt, so. Da sind wir auch ehrlich, Ennis hat angefangen, ihn zu beleidigen. Also ich an der Stelle eines Mannes wüsste jetzt nicht, was ich auch getan hätte. Also würde ich als Mädchen sehen, okay, Mädchen geht meinem Freund viel zu nah, versucht ihn irgendwie rumzutragen oder was weiß ich, dann wüsste ich auch nicht, wie ich reagiert hätte, ich denke mal sogar viel schlimmer. Dann kam es dazu, dass Jonas Ennis angefangen hat zu schubsen. Ennis hat ihn zurückgeschubst und dann haben die sich erstmal halt irgendwie angefangen zu schlagen, so ich halt die ganze Zeit dazwischen, Lena irgendwie auch da noch versucht dazwischen zu kommen. Dann aber hat Jonas eine Faust, hat Ennis mit einer Faust geschlagen. Von dieser Faust ist Ennis leider direkt zu Boden gefallen, mit seinem Hinterkopf auf den Boden. Er hat dann angefangen stark zu bluten und was ich einfach... Krass, Digga. Der Jonas hat doch aber ein Video gemacht und hat voll geheult, ja, mein Bruder Ennis geschlagen und keine Ahnung. Und jetzt war es er selber, Digga, heftig. Guck mal, wie heftig die Schauspielern können, Digga. Früher hieß es, ja, irgendwelche Leute haben den geschlagen, bla bla. Und wird von vornherein gelogen, heftig. So schlimm finde an dieser ganzen Situation. Gehen wir davon aus, okay, Jonas, du warst betrunken. Du wolltest das mit der Faust gar nicht. Du wusstest eigentlich, dass das Ennis davon passieren kann. Du wusstest, wie tödlich so eine Faust für Ennis enden kann, aufgrund seines Hirntumors. Gehen wir davon aus, du hast das alles im kurzen Moment vergessen, weil du betrunken warst. Aber was ich so traurig finde, denn direkt als er zu Boden gefallen ist, als du gesehen hast, er fängt an zu bluten, was hast du gemacht? Bist du runtergegangen? Hast du ihm hochgeholfen? Habe ich 1% Reue in deinen Augen gesehen? Das Erste, was er gemacht hat, er ist um sein Leben gelaufen. Er ist weggelaufen. Er ist einfach nur weggelaufen. Lena ihm direkt hinterher, warum auch immer, ist mir aber auch egal. Aber du hast mich dort alleine gelassen, bis der was für Idioten. Krankenwagen kam. Ich alleine mitten irgendwo in Frankreich, Paris. Oh. Wo ich keinen Menschen kenne, so viele Leute um mich herum. Du hast mich und Ennis beide dort alleine gelassen. Du hast Ennis, deinen besten Freund, deinen Bruder, auf dem Boden alleine liegen lassen. Und das finde ich einfach nur so traurig. Weil was hast du in Griechenland gemacht? In Griechenland warst du zwar nicht derjenige, der dafür verantwortlich war, dass Ennis auch auf dem Boden lag und geblutet hat. Aber was hast du gemacht? Leute, ich habe, ne, zum Glück habe ich die Videokameraüberwachung bekommen von damals von den Hotelangestellten. Aber guckt es euch einfach an. Was hast du in diesem Teil gemacht? Was hast du gemacht, als das Ende damals passiert ist? Standest du da nicht einfach rum? Selbst deine Frau, wie man sieht im Video, selbst deine Frau Mariam ist dem Täter hinterhergelaufen. Moment. Ist dem Täter hinterhergelaufen. Mariam Rock? Wo denn? Ich glaube hier kurz. Ah ne, hier oder was?
eine Frau, die Maren hätte eh nichts machen können. Sie hätte doch gar keine Chance gehabt gegenüber diesem Typen. Sie hätte null Chance gehabt, aber selbst sie ist ihm hinterhergelaufen. Selbst sie wollte irgendwas in diesem Moment erreichen. Aber was hast du da gemacht? Krass, da noch deinen Kopf, guckst du Endes runter und machst einfach nichts. Du hast einfach nur gar nichts getan. Und ich sag dir eine Sache, Jonas. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, den ich eben genannt habe. Egal, was ich einblende für Beweise, du kannst jetzt froh sein, dass ich nicht den Rest des Videos einblende. Den Rest des Videos, wie du Mariam eine Faust siehst und dann in deinem YouTube-Segment rumholst, dass Mariam diejenige ist, die sich selbst verlässt oder schlägt. Was? Er hat Mariam sogar eine Faust gegeben? Laura, kein Scheiß. Wenn du dich nur traust, im Video zu sagen, auf Instagram, Snapchat, mir scheißegal, wenn du dich einfach nur traust zu sagen, das stimmt nicht, ich habe Mariam nicht nie eine Faust gegeben, dann blende ich den Teil an. Warum hast du Mariam diese Faust gegeben? Mariam ist auf dich zugekommen. Meint, warum hast du das gemacht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Warum hilfst du ihm nicht hoch? Warum hast du es zugelassen? Warum hast du ihn nicht beschützt? Und was war deine Antwort darauf? Du hast ihr eine Faust gegeben. Vor allen Menschen, vor all den Augen hast du ihr eine Faust gegeben. Und was hast du danach gemacht? Und danach bist du wieder weggelaufen. Wie ich schon im letzten Video erwähnt hatte, wurde bei Ennis Resttumor entdeckt. Boah, einen Moment mal, Digga. Wey, yo, Alter. Ich bin gerade voll geflasht, Digga. Walla, ich muss sagen, diese Netflix-Staffel, die bringt wirklich zahlreiche, spannende Überraschungen mit. Also, ohne Witz, kennt ihr das so, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ihr schaut, weiß ich nicht, Digga, Breaking Bad, Prison Break, ihr schaut irgendeine Serie und es wird immer krasser, weißt du? Und, ich rechne mit dem Ende einfach nicht, oder sowas wie bei Inception, Digga, weißt du, mit Leonardo DiCaprio, das Ende, man hat's nicht verstanden. Und hier, man versteht's auch nicht, Digga, man denkt, Younes ist das Opfer und dann doch nicht. Bruder, was ist hier los, Alter, geisteskrank, ehrlich. Also ich kann dazu nur eins sagen, nicht erstmal da drauf, wer link ist, wer ein falscher Mensch ist, wer zwei Gesichter hat, wer fünf Gesichter hat, wer irgendwelche Rollen spielt und ne, sich verstellt vor der Kamera. Ich glaube, die sind alle nicht besser, aber da sieht ihr mal, ne, was Alkohol mit einem Menschen anstellt. Warum hat der liebe Herr uns Alkohol verboten? Warum hat er uns bestimmte Sachen verboten? Warum ist es haram? Warum dürfen wir es nicht zu uns nehmen? Hä? Warum? Das hat schon seinen Grund, Digga. Warum sind Drogen, Alkohol und so weiter alles verboten? Weil du einfach, weil es deine Sinne betäubt. Du weißt nicht mehr wohin, du kannst dich nicht kontrollieren. Guck mal, er hat seinen besten Freund fast totgeschlagen. Er hat seine Freundin geschlagen, seine Frau. Das alles macht Alkohol mit einem Menschen. Deswegen. Vertraut mir, Leute, greift niemals zu Alkohol, wirklich. Und wenn ihr Alkohol trinken solltet, hört auf damit. Es ist nicht umsonst verboten in so einer Religion, ne? Ist schon heftig, Digga. Oh, das Traurige ist einfach, Gott soll es dir verzeihen. Gott soll dir verzeihen, wenn du wirklich, weil wir wissen jetzt nicht, ob durch den Schlag dieser Resttumor bzw. dieser Tumor wieder entdeckt worden ist oder ob er schon vorher wieder da war. Aber Gott soll dir verzeihen, wenn es deine Schuld war. Dann weißt du, dann können weder wir oder die Öffentlichkeit oder sonst wer dich zur Rechenschaft ziehen. Dann soll einfach nur noch Gott dich inshallah zur Rechenschaft ziehen. Kommen wir zum Teil, warum haben wir Younes Namen geschützt bzw. warum haben wir nicht schon von Anfang an gesagt, dass es Younes gewesen ist. Und viele hatten auch schon bei mir kommentiert und geahnt. Also eigentlich hätte man nur 1+1 zusammenzählen müssen und jeder mit schlauem Kopf hätte eigentlich wissen müssen, dass es Younes gewesen ist. So, dann haben wir, hat Younes von uns verlangt, die Kommentare zu löschen, die geahnt haben, dass es Younes ist. Und krass, er sagt, löscht einfach die Kommentare. Ich sollte auch extra so ein Edit posten auf TikTok. Da können sich vielleicht ein paar Leute erinnern. Ich habe so ein Edit gepostet mit Younes zusammen in Paris. Damit auch gar keiner auf die Idee kommt, weil, ey, wenn ich schon ein Edit poste mit Younes zusammen, warum sollte Younes Ennis geschlagen haben? Und genau, warum wir das alles getan haben, beziehungsweise Younes auch noch diesen Gefallen getan haben, erzähle ich euch jetzt. Und zwar, Leute, an dem Abend, als das alles passiert ist, beziehungsweise kurz bevor, ein paar Stunden bevor es passiert ist, auf dem Weg halt in den Abend zu starten, waren wir halt im Auto und dann waren wir mobil unterwegs mit dem Auto von Lena. Wir haben uns halt alte Erinnerungen gezeigt, gerade in diesem Moment, alte Videos, alte Bilder, haben drüber gelacht. Und ihr müsst euch so vorstellen, Leute, ihr kennt das ja nachts, wenn es schon abends ist, kann man ja durch das Fenster, das ist halt das Fenster, und da kann man durch das Fenster sehen, was derjenige gerade am Handy macht, wenn die Helligkeit etwas weiter oben ist. Und ich gucke ganz zufällig, während Lina gerade seine Galerie rumscrollt, gucke ich ganz zufällig gerade zum Fenster und dann, ich bin nicht klargekommen, ne? Ich bin wirklich nicht klargekommen. Es scrollt und ich gucke ganz zufällig zu diesem Fenster und ich sehe einfach das, worüber ich in meinem ersten Segment geredet habe. Meinen privaten Bereich. Ich sehe einfach ein paar Stellen, so, ne? Ich sehe einfach ein paar bestimmte Stellen aus meinem privaten Bereich und dachte mir erst mal, ey, Alter, ich bild mir das ein. Nein, das ist niemals, das sind wahr. Was meinst du jetzt aus ihrem privaten Bereich? Verstehe ich nicht. Das waren vielleicht ein paar Screens aus meinem YouTube-Video oder sonst was. Da habe ich überlegt und ich dachte mir, hä, diese Screens gibt es in meinem YouTube-Video aber gar nicht. Diese Screens hat niemand. Diese Screens hat wirklich niemand. Wie konnte es sein, dass er Sachen hatte, die sonst keiner hat, okay? Kann es sein, dass Younes diese Sachen hat? Und ich war in diesem Moment, ne? In diesem Moment, ich war so schockiert. Ich habe
kein Wort gesagt. Ich wusste nicht, was ich machen soll, ob ich lachen soll, ob ich weinen soll. Ich habe nicht mal Ennis was davon gesagt. Wirklich den ganzen Abend lang habe ich nicht mal Ennis was davon gesagt. Und glaubt ihr mir, ich habe mich einfach nicht getraut, meinen Mund aufzumachen. Ich habe mich einfach nicht getraut, in diesem Moment zu sagen, ey, Younes, sind das nicht meine privaten Sachen? Und habe ich noch dran gedacht, ey, Alter, Ennis ist neben mir. Wenn Ennis das jetzt wüsste, die werden sich direkt angreifen im Auto. Das konnte ich nicht riskieren, vor allem wegen Ennis, auch wenn die sich dann im Endeffekt am Abend so oder so geschlagen haben, was dann leider passiert ist. Aber in diesem Moment, ich wusste einfach nicht, wie ich reagieren soll. In diesem Moment, da hat es bei mir Klick gemacht. Warum wollte Younes unbedingt, dass ich dieses YouTube-Statement mache? Das YouTube-Video-Statement Fake Freundschaft. Wieso wollte er das? Er hat mich von Tag zu Tag angerufen. Ich wollte, dass Sandra macht. Tschüss, hör Stunden, Digga. Dieses YouTube-Statement macht es. Ich schneide es für dich. Ich mache das und das, weil ich hatte wirklich gar keine Ahnung vom YouTube-Video schneiden, bla bla bla. Ich hatte nicht mal ein MacBook parat. Ich hatte halt wirklich nur mein Handy und ich wusste halt wirklich, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man YouTube-Videos schneidet oder macht oder sonst was. Oder YouTube, ein ganzes YouTube-Statement dreht irgendwie auf YouTube. Und er wollte unbedingt von mir, dass ich dieses Statement mache. Wieso wollte er das so gerne? Ich höre dich nicht. Wer hat mich jetzt zu diesem Statement gezwungen, hä? Du oder? Du hast mich dazu gezwungen. Wer hat mich dazu gezwungen? Boah, was geht denn hier ab? Warte mal. Ui, 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 ui. Ich bin gezwungen, hä? Du oder? Du hast mich dazu Wer hat mich dazu überredet? Wer hat mein Video geschnitten? Freunde, die haben meine ganzen Chats durch. Ja, ist okay. Ich habe dir den Beweis gezeigt. Junge, soll ich ein YouTube-Video machen? Es kam aus ihrem Mund. Okay, und wer hat gesagt, mach? Nicht rum, Mann. Wer hat gesagt, mach? Zerstör sie. Ich zerstöre sie auch. Eine Frau zerstört. Weil ihr müsst euch so denken, Leute, in diesem Moment, er hatte gar keinen Grund, Mariam zu hassen oder Mariam zerstören zu wollen. Ich hatte in diesem Moment, hatte ich ihm noch gar nichts über Mariam gesagt. Also in diesem Moment, als das alles passiert ist mit diesem Statement, mit diesem privaten Bereich und was weiß ich, da wusste Younes noch nichts. Ich habe ihm kein Wort irgendwie über Mariam gesagt oder das mit diesem, was in seinem Statement-Thema war, mit Thema Daniel und was weiß ich, davon wusste er noch gar nichts. Wieso wollte er unbedingt so gerne, dass ich Mariam zerstören in diesem Video? Wieso wollte er dieses Statement unbedingt von mir? Er hat sich wirklich stundenlang an seinen Computer gesetzt und dieses YouTube-Video für mich geschnitten. Für mich dieses YouTube-Video, für mich da Beweise und was weiß ich eingeblendet. Er hat nichts von mir verlangt. Weder Geld, weder Anteil. Er hat nichts von mir verlangt und sowas. So, ich kenne Younes ja. So, okay, so. Sowas hätte er nicht einfach so gemacht. Er hätte sich nicht stundenlang, die ganze Nacht lang vor dieses YouTube-Video gesetzt. Dann kam ja noch das Thema beim Kacken gefilmt, Kamera unter Bett und was weiß ich. Genau dasselbe Thema. Wieso wollte er mir unbedingt verklickern, dass es Mariam war? Ich hab's nicht verstanden. Oder in Griechenland, als das Thema war, als ich halt unmächtig auf dem Boden lag. Ey, ihr müsst euch denken, Leute, wisst ihr einfach, dass ich mich an dieses Video gar nicht erinnern kann. Ich werde euch später nochmal alles erklären, wie ich zu diesem Video gekommen bin, wie ich dieses Video gesehen habe. Aber in meinem YouTube-Video hat mir Younes verklickern lassen, ey Sandra, ich habe dir hochgeholfen, Mariam hat dich ausgelacht. Mariam hat dir nicht hochgeholfen, Mariam hat es ausgenutzt und was weiß ich. Und dann sehe ich dieses Video. Jetzt soll noch jemand sagen, ich passe nicht auf die auf. Gib ihn. Kurz nachdem ich wieder bei Sinn bin, stopp. Krass. Hat der die sogar trinken lassen? Ich hab mir eine Alkoholflasche in den Mund. Man hört Mariam noch schreien, hör auf sie. Ach, ihr! Sie war am Trinken. Man hört Mariam noch schreien. Warte mal. Man hört Mariam noch. Ewa. Kurz nachdem ich wieder bei Sinn bin, stopfst du mir eine Alkoholflasche in den Mund. Ah, okay. Okay, also Younes hat sie abgefüllt. Man hört Mariam noch schreien, hör auf sie zu zwingen. Und dann sagst du zu mir, ey, Mariam war diejenige, Sandra, sie hat auf dich geschissen. Ich hab dir hochgeholfen, ich hab dich getragen, ich hab auf dich aufgepasst. Das mit dem Kacken. Wieso durfte ich nicht den ganzen Chat einblenden, wo Mariam mir gesagt hat, dass du eigentlich derjenige warst, der das und das gefilmt hat? Was ist das? Einfach schön trocken. Ihr müsst euch so denken, Leute, ich spende euch jetzt ein paar Teile ein aus dem YouTube-Video, aus meinem ersten YouTube-Video. Das waren Teile, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Wie gesagt, Younes hat das komplette YouTube-Video für mich geschnitten. Also so Teile wie zum Beispiel, Gian, du nimmst bestimmt auch deinen Mann auf. Sowas habe ich in meinem Leben nie hingeschrieben. Ihr müsst euch denken, ich habe geredet. Also das, was ich in meinem YouTube-Video gesprochen habe, natürlich, das war ich. Aber alles, was dazu gehört, die ganzen Chats, die Audios, die Einblenden, damit habe ich nichts zu tun. Younes hat das Video genommen, das, was ich ihm geschickt habe, da, wo ich spreche. Er hat es bearbeitet, er hatte Zugang zu meinem YouTube-Account. Damit ist Sandra, ich bin fertig und Punkt aus. 18 Uhr wurde das YouTube-Video online gestellt. Und ich hatte so ein Vertrauen zu Younes, ich bzw. wir beide, wir hatten so ein großes Vertrauen, so ein starkes Vertrauen, dass ich nicht mal auf den Gedanken gekommen bin, irgendwas zu hinterfragen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses YouTube-Video schon läuft. Ihr seid erst beim Anfang des Videos. Also, man muss sagen, ne, man muss jetzt die ganze Sache so hinterfragen, Digga, wer ist jetzt hier wirklich die Schlange, sage ich mal. Wer spielt hier wirklich zwei Spielchen, ne? Wer hat hier zwei Gesichter? Ich dachte erstmal, Mariam wäre schon schlimm.
und Younes wäre das Opfer. Jetzt stellt sich heraus, dass Younes hier, sag ich mal, der Bösewicht ist, ne? Der die ganze Zeit zwei Spielchen hier mehrere Gesichter hat und ein falsches Spiel spielt. Ich glaube, Mariam ist trotzdem so. Kann sein, dass sie auch so ist, ne? So wie er erzählt hat, ne? Sie ist jetzt nicht ganz unschuldig, aber ich glaube, Younes ist, wenn nicht sogar genauso schlimm oder noch schlimmer. Also, das, dieses Video hier überrascht mich gerade krass, Digga. Ich muss sagen, das erste Mal, dass mich hier von dieser Netflix-Staffel so ein Video richtig geflasht hat. Warum ich dazu komme, hier über Younes zu reden, dazu kommen wir gleich. So, Leute, ab jetzt mache ich jetzt einfach mal alleine weiter, weil Enes war jetzt bei dem Teil mit Paris dabei, weil es da ja auch stark um Paris, um Enes ging so. Und zwar wollte ich ab dem Punkt weitermachen, dass ich rausgefunden habe, dass Younes meine intimen Sachen hatte auf seinem Handy, obwohl er... Ach so, die hatte intime, keine Ahnung, Bilder, Videos, ne? Und Younes hatte die auf dem Handy. Okay. Davon groß geredet hat, ich würde sowas niemals auf meinem Handy haben, ich habe selber eine kleine Schwester, sowas könnte ich niemals über mein Herz bringen und was weiß ich, dieses Gerede halt, was Younes immer so geredet hat. Und genau, wie habe ich ab diesem Moment eigentlich weitergemacht? So, Younes wusste nicht, dass ich davon weiß, so, ich hatte das erstmal nicht mal Enes gesagt, ich hatte das Enes erst gesagt, als wir von Paris wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, dann erst habe ich Enes mit eingeweiht, dann haben wir unser YouTube-Video gemacht und genau, habe ja absichtlich Younes Namen enthalten, weil er ja die Sachen von mir hatte und ich wollte einfach kein böses, ich habe alles versucht, aber kein böses Blut zwischen mir und Younes, solange meine Sachen nicht weg waren, wollte ich gar Risiko eingehen. So, Younes hat den Kontakt zu uns halt immer und immer wieder gesucht, beziehungsweise hat versucht, den Kontakt zwischen uns zu halten. Wieso wir es erwidert haben, beziehungsweise wieso ich es erwidert habe, Leute, ich sag euch, wie es ist, egal wie hinterhältig das klingt, ich weiß, es ist hinterhältig, aber ich hätte wirklich alles getan, wenn ich euch sage, ich hätte alles getan, ich hätte wirklich alles getan, um meine privaten Sachen aus seinem Handy zu löschen. Wenn es dafür hieß, okay, ey, tu so, als wärst du mit dir befreundet, tu so, als wäre alles korrekt zwischen euch, dann hätte ich es getan. Und dann kam ja in den letzten Wochen bzw. Tagen immer wieder mehr auf TikTok. Younes, Sandra, Enes und Marian wurden wieder öfters miteinander gesehen. Ohne mich hier irgendwie rauszureden, ja, wir haben uns erstmal deswegen getroffen, und dann deswegen, dann deswegen und dann deswegen. Als allererstes war es ja wirklich so, das hatte ich euch auf Insta eingeblendet, dass Marian und ich Sachen miteinander getauscht hatten. So, immerhin waren wir ja sehr lange befreundet gewesen, Marian und ich. Ich hatte ihr MacBook noch, sie hatte Klamotten von mir, Ketten von mir, meinen Ring hatte sie noch und alles Mögliche, also den Ring mit Enes. So, Mariam und ich haben uns miteinander ausgetauscht und immer mehr und mehr kranke Sachen kamen auf jeden Fall raus, so bezüglich Younes. Sie war schockiert, ich war schockiert. Es kamen wirklich so kranke Sachen raus, dass wir uns wirklich bei Worten nicht glauben konnten. Und genau, ich bin euch ehrlich, ich habe sie eingeweiht so. Auch wenn ich dachte, also ich hatte eigentlich, bin ich euch ehrlich, da war irgendwie so gut wie gar kein Vertrauen meinerseits da. Und genau, ich hatte sie eingeweiht und auch sie war schockiert, dass Younes sowas noch auf seinem Handy hatte. Und einerseits war ich halt natürlich wirklich immer noch sehr enttäuscht, weil ich meine, egal wie blind ein Mensch vor Liebe ist, so, ich meine, dadurch, dass sie so blind war, hat sie ja mich verloren, sie hat ihre beste Freundin verloren, sie hat wirklich vieles verloren. Und ich finde es halt, wie gesagt, immer noch schade, dass sie halt einfach nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt hat, um lieber halt Younes zu schützen. Genau. Ich sag mal so, inwiefern das jetzt stimmt mit dem, ne, wie Mariam, ob sie so ist oder nicht, ne, dass Younes beim ganzen schuld war und nicht sie, das können wir jetzt nicht beurteilen. Ich finde, beide waren auf jeden Fall schuld. Kann man jetzt nicht genau sagen, ne? Aber wo ich sie verstehe, ist, anscheinend hat sie gesagt, dass sie nichts mehr mit denen zu tun hat, aber gezwungenerweise mit ihnen noch abhängen muss und so tun muss, als wenn nichts wäre, weil Younes von ihr intime Bilder auf dem Handy hatte, kann ich sie verstehen, dass sie dann versucht hat, alles zu tun, um irgendwie den Kontakt zu pflegen, damit Younes sie nicht veröffentlicht oder rumschickt, damit sie sie vielleicht undercover auf dem Handy löschen kann. Ich weiß nicht, warum sie solche Bilder hatte, sowas gemacht hat und Younes sie dann auf dem Handy hatte, warum sowas rumgeschickt worden ist, aber ne, das ist nochmal so ein Grund, Leute, wie ihr sehen könnt, ein Appell an euch, dass ihr niemals solche Bilder, Videos von euch machen solltet und es recht nicht rumschicken solltet, selbst nicht mal an euren Freund, ne, weil nicht mal dem könnt ihr vertrauen, weil ihr wisst, wie sowas abläuft, sobald ihr einmal Schluss habt, dass der eine was in der Hand hat, um den anderen zu erpressen und so weiter, ne, deswegen bringt euch gar nicht in diese Zwickmühle, ne, und macht euch gar keine Probleme, dann, indem ihr, ne, solche Bilder von euch macht, wie ihr gerade seht, ne, das ist eine Clique, die waren beste Freunde und jetzt hat der andere von ihr Bilder und kann sie damit erpressen. Oh, es kam dann aber trotzdem, ihr müsst euch so denken, Leute, ich bin ein Mensch, egal wie wichtig mir ein Junge ist oder wie gut ich mit einem Jungen bin, abgesehen jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendwie Enes oder mein Bruder oder sonst was ist, ich halte halt immer zu den Mädchen und ich wusste halt einfach Dinge, die Mariam nicht wusste. Und in diesem Moment, ich dachte mir so, okay, ey, sie hat es eigentlich nicht verdient, zu wissen von mir. Doch, natürlich, jedes Mädchen hat es verdient so, aber nicht von mir. Sie hätte es eigentlich nicht von mir verdient, dass ich es ihr sage. Das wäre so das Letzte, was ich eigentlich schuldig bin. Aber ja, das ist so auch so eine Sache. Das finde ich das Schwierigste. Wenn zum Beispiel, da sind zwei Mädchen, zwei Jungs, beide sind jeweils zusammen und der Junge baut Scheiße und was andere Mädchen bekommt es mit. Zum Beispiel, diese Seite Mädchen-Junge sind zusammen, diese Seite Mädchen-Junge sind zusammen. Von dieser Seite Mädchen erfährt, wie von der Seite der Junge Scheiße baut. Und dann will ungern dieses Mädchen das dem anderen Mädchen von der Seite das erzählen.
dass der Junge Scheiße gebaut hat, weil man sich da eigentlich ungern einmischen will. Und man weiß dann nicht als beste Freundin, ist es richtig, meiner Freundin das zu erzählen oder wird es ihr das Herz brechen? Das ist auch immer so eine schwierige Entscheidung, ne? Ich bin euch ehrlich, so konnte sie einfach nicht belügen. Ich habe sie eingeweiht, ich meinte, ey, Marin, das und das ist das Ding. Ich möchte meine Sachen von seinem Handy löschen. Wenn du mir dabei hilfst, dann wäre ich dir dankbar. Es gibt nämlich auch gewisse Dinge, die ich dir sagen muss. Und genau, dann habe ich sie halt gesagt so. Jun, das ist öfters und öfters mit der lieben Lena Glems fremdgegangen. Genau, wie gesagt, wir haben... Krass. Krass, okay. Und erstmal bei Worten nicht beieinander geglaubt, weder was sie mir gesagt hat, weder was ich ihr gesagt habe. Und so fing unser Spiel an. Jonas trieb die ganze Zeit ein falsches Spiel mit mir und Mariam. Die ganze Zeit sagt er so und so bei ihr, so und so bei mir, hat versucht, uns gegeneinander aufzuhetzen. Und dann haben Mariam und ich uns zusammengetan und so fing unser Spiel an. Wir haben Jonas, bei Jonas, Mariam musste 3 Tage lang so tun, als wüsste sie nicht. Sie wüsste nicht, dass er fremd geht. Sie wüsste nicht, dass Jonas an Ramadan sowieso vorhatte, sich zu trennen. Hey Leute, was geht? Wir sind auch gerade hier in der Stadt mit denen die ganze Zeit am Verbringen. Und ich muss einfach die ganze Zeit so tun, als wäre nichts. Ich habe es einfach mit meinem Handy aufgenommen. Jungs fragt sich halt auch schon so ein bisschen dieses, okay, irgendwas ist komisch, weil ihr müsst euch vorstellen, ich muss einfach die ganze Zeit mit dem Gedanken leben, dass er zu mir kommt, er umarmt mich, er küsst mich und das ist so dieses für mich, die scheinheilig kleine Mensch eigentlich sein. Wisst ihr, was ich meine? So krass, so schlimm. Jetzt hätte ich nicht mal von dem Schlimmsten, dass ich so denke, Leute, als das alles passiert, das gibt ja noch... Das ist heftig, Digga. Der Yunus hat Mariam so schlecht dargestellt, obwohl er selber am, also was heißt selber, obwohl er am Fremdgehen war und also selbst dieses falsche Spiel gespielt hat, ne? Also man blickt da kaum durch, Digga, man weiß gar nicht mehr, wem man vertrauen soll. Viele, viele Sachen, die jetzt gleich noch alle dazukommen. Ihr müsst euch so vorstellen, egal was ich habe, egal was für Beweise ich habe, ich war wirklich bereit, ich habe Yunus zukommen lassen, dass ich wirklich trotzdem bereit bin, meinen Mund zu halten, dass ich meinen Wiki und er soll sein Wiki. Und wisst ihr, was seine Antwort darauf war? Seine Antwort darauf war, nein, ich werde sie trotzdem zerstören. Ich werde sie zerstören, selbst wenn sie kein Video macht. Jackpot, wenn sie kein Video macht, ich werde sie einfach trotzdem zerstören. Und ihr müsst euch so vorstellen, Leute, ich muss einfach, dieses Statement, beziehungsweise wenn das auch ein Statement ist, ich will das gar nicht, aber ich muss, weil ich weiß, wenn ich nichts mache, wird er mich zerstören. Und Leute, und zwar könnt ihr euch bestimmt alle an dieses Video erinnern, was ich jetzt einblenden werde. Eines Tages kam es dazu, dass Mariam und ich die Chance ergriffen haben, an sein Handy zu kommen, weil wir auch seinen Code kannten. Wir sind an sein Handy gekommen, haben uns damit versteckt, so sind wir ehrlich, wir haben es beide gemacht. Ja, das. Ach krass, deswegen dieses Video im Auto. Und, genau, ich bin in seine Galerie gekommen, habe meine intimen Sachen wirklich gefunden und genau, ich werde euch das nochmal einblenden mit Datum, dass es auch wirklich sein Handy ist. Und ich bin einfach nur schockiert, wirklich, weil ich meine, er hat immer so groß davon gesprochen, Sandra, ich könnte sowas niemals, ich habe sowas nicht auf meinem Handy, ich habe selber eine kleine Schwester und was weiß ich. Und genau, ich habe die Sache dann von seinem Handy gelöscht. Ich weiß aber auch ganz genau, Jonas, dass du mal ein Backup gemacht hast. Und genau, habe auch sein Backup gelöscht, bin ich ehrlich. Und ihr könnt mich doch nicht verurteilen, ihr könnt sagen, ey, du kannst dich einfach ein Handy nehmen, kannst einfach ein Handy klauen oder was weiß ich, oder ein Backup löschen. Ja, hat sie richtig gemacht, meiner Meinung nach. Hat sie vollkommen richtig gemacht. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr könnt mich dafür haten, das interessiert mich nicht. Ihr könnt mich lieber hatet mich dafür, als dass mein Privat, als dass irgendein Typ auf dieser Welt meine intimen Sachen hat. Ich habe schon in meinem vorletzten Video gesagt, was für intime Sachen da drauf waren. Und genau, lieber hatet mich dafür, hatet mich bis zum geht nicht mehr. Aber ich bin stolz auf diese Aktion, weil ich meine, ich hätte wirklich alles getan. Ich hätte alles dafür getan, dass diese Dinge von diesem Handy verschwinden und deshalb. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es mir leid tut, aber es tut mir wirklich nicht leid. Natürlich wünsche ich mir, dass es irgendwie anders gelaufen wäre oder dass es eine andere Lösung gegeben hätte, aber ich bin zu dieser Lösung gekommen und wie gesagt, ich hätte alles dafür getan. Ich weiß nicht so, ob ich jetzt Typen oder Mädchen anspreche. Ihr Mädchen, ich weiß nicht, wie weit ihr gegangen wärt oder ihr Typen. Ich weiß nicht, wie weit ihr gegangen wärt für eure Mutter, für eure Tochter. Ne, hätte jeder so gehandelt, ne? Also, ich meine, jeder von uns würde das machen. Wenn du die Chance hast, wenn du weißt, der andere von dir hat irgendwelche Nacktbilder auf seinem Handy, und du hast jetzt die Chance und kannst es löschen, Digga, wird jeder machen. Für eure Schwester, für eure Freundin oder sonst was so, da müsst ihr einfach Verständnis haben. Und genau, was mich angeht, so das Thema war ja dann für mich abgeschlossen, die Sachen waren gelöscht, das Backup war gelöscht. Und dann hat die liebe Mariam leider noch mehr und noch mehr gefunden, was das Fremdgehen angeht mit der lieben Lena Glems. Was Mariam leider umso mehr geschockiert hat, denn ihr müsst euch so vorstellen, Leute, das ist jetzt wirklich, das ist eine Sache, ne, die schockiert mich wirklich zutiefst. Mich hat, glaube ich, in meinem Leben etwas noch nie so baff gemacht, beziehungsweise so schockiert. Jonas, Mariam und ich wussten ja 2-3 Tage lang ungefähr schon die ganze Zeit davon, 2-3 Tage lang musste sie tun, als wüsste sie von nichts. Diese 2-3 Tage hat sie aber trotzdem manchmal Andeutungen auf Lena gemacht. Ey Jonas, ich habe das Gefühl, zwischen dir und Lena war was. Kannst du mir beweisen, dass da nichts zwischen euch war? Kannst du deine Hand auf Koran legen, dass nichts zwischen euch war? Und was hast du gemacht, Jonas? Hört einfach gleich selber. Was hast du gemacht? Du hast deine Hand auf einen Koran gelegt. Was? Nein. Nein, Digga, niemals. Du hast deine Hand auf einen Koran gelegt, dass du nichts mit Lena hattest, dass du weder mit Lena geschlafen hättest, weder mit Lena dich geküsst hättest oder sonst was. Du hast deine Hand auf einen heiligen Koran gelegt, dass nichts zwischen euch war. Schwöre auf, dass du nicht mit Lena geschlafen hast. Ja, schwöre auf, dass du nicht mit Lena geschlafen hast. Wieder geküsst? Ich werde wieder mit ihr geschlafen und so haben sie gesagt. Okay. Aber hat er da einfach nur gesagt, ich schwöre auf Koran, oder hat er jetzt auch seine Hand auf das Buch draufgelegt? Aha, da ist ein Dings. Wie nennt man das nochmal? Kruschweg. Ach so, Kacke, und sie hat auch ein. Wirst du diesen Ramadan mit durchfassen? Inshallah werde ich vorher, was?
Und jetzt frage ich dich, wenn du vor die Kamera gehst, ob du weinst, ob du redest, ob du schreist, ob du nach Mitleid suchst oder dich entschuldigst oder sonst was, wie willst du glaubwürdig sein? Wie willst du die Glaubwürdigkeit von irgendeinem Menschen auf dieser Welt bekommen, wenn du deine Hand auf Koran gelegt hast, obwohl du gelogen hast? Du hast gelogen, du hast keinen Scham dabei. Was dachtest du dir? Dachtest du dir, ey, bald ist eh Ramadan? Scheiß drauf, mir wird eh verziehen, diese Sünde wird mir verziehen. Wie kann man, ich schwör's euch, Leute, in meinem Leben habe ich meine Hand noch nie auf einen Koran gelegt. Und das Krankeste ist, Jonas kommt stolz zu uns ins Zimmer, zu mir und geht gerade nicht. Und sagt, ey, könnt ihr eure Hand auf Koran legen, dass ich. Hä? Was? Ey, Bruder, ich bin gerade am Arbeiten, Alter, geht gerade nicht, meine Fresse. Wirklich nichts mit Lena hat. Er hat selbst von mir und Ennis verlangt, unsere Hand auf einen Koran zu legen. Bleib mal schwören, dass ich nicht mit Lena geschlafen habe. Hä? Okay. Dass ich nicht mit Lena geschlafen habe, oder? Ich glaube nicht. Lena. Ja, und bezeugen, dass. Hä? Das ist doch kein Spiel, Mann. Wollen wir, sie denkt, dass ich mit ihr geschlafen habe, Flo? Ja, hast du gemacht? Nein! Ich meine, Klasse. Ja, hab ich. Ja, reich hast du. Ja, jetzt denkt sie, dass ich mit ihr geschlafen habe, wenn ihr das schmacht, Flo? Ja, und okay, gehen wir mal davon aus. Gehen wir davon aus, du hast es gemacht, ne? Ja. Wir wissen aber nicht, dass wir tun, aber unsere Hand ja. Gucken, ne? Ja, voilà. Aber wir haben es nicht gemacht. Das Ding ist, das Schlimmste ist, Digga, wo wirklich ein Mensch durch ist, wo du ihm nie wieder vertrauen kannst, ist, wenn er wirklich hoch und heilig schwören tut und du dann, oder wenn er sogar seine Hand auf den Koran drauflegt, wie in Yunus sein Fall, und dann lügt und du weißt, dass er lügt, ne? Dann kann man dieser Person nie wieder vertrauen, Digga. Also wenn man schon so krass weit geht, Digga, dass man sogar seine Hand drauflegt und schwören tut, das ist schon hardcore, Digga. Ich werde euch die Audio einblenden, wir konnten es nicht. Niemals in meinem Leben hätte ich doch für eine Lüge, nicht mal für die Wahrheit hätte ich meine Hand auf einen Koran legen. Aber dann noch für eine Lüge. Wie kann man seine Hand auf einen Koran legen, auf einen heiligen Koran legen? Ich finde, ich habe gerade Gänsehaut, ich finde das wirklich so krank, ne? In meinem Leben habe ich wirklich alles erlebt, aber sowas, Junges. Ich frage mich wirklich, wie du einmal in deinem Video jemals noch einmal schwören willst, beziehungsweise deine Hand noch einmal dich traust auf einen Koran. So gesagt hat, warum sie das gesagt hat, dann fragst du sie vor dir. Sie ist vor dir, Mann. Du bist ein Lügner. Hast Hand auf Koran getan, ich habe nicht mit Lena geschlafen, ne? Leg mal deine Hand wieder auf Koran. Das Traurige einfach ist, ich dachte wirklich, Jungs, ich stehe hinter den wichtigen Menschen. Ich habe dich im Internet so gut gesprochen. Ich habe im Internet wirklich, ich war mit deinen Eltern in Kontakt. Digga, da bin ich auch gerade voll enttäuscht drüber, weil ich dachte auch, ich stehe hinter dem richtigen, was heißt hinterstehen? Also ich habe ihm halt so vertraut, also geglaubt vom Video her. Und jetzt ist wohl doch Mariam nicht so schuldig, wie Yunus erzählt hat. Was stimmt denn jetzt und was stimmt nicht, Digga? Auf jeden Fall werde ich also Yunus gar nichts mehr glauben, Digga. Wir wollten euch an Ramadan besuchen, wir wollten mit euch zusammen Iftar verbringen. Und ich dachte wirklich, du wärst der Richtige. Ich dachte wirklich, richtig im Sinne von ein guter Freund. Ich dachte wirklich, du wärst ein richtiger Freund für mich von Ennis. Aber dabei bist du der Falsche gewesen. Du hast mit Mariam Pläne gegen mich geschmiedet. Und ich denke mir die ganze, ich dachte wirklich die ganze Zeit nur, mit welchen Eiern hast du dich das getraut? Ich wusste die ganze Zeit, dass du deiner Frau fremd gehst. Ich war wortwörtlich dabei, als du deiner Frau fremd gegangen bist. Ich habe gehört, wie du was mit ihrem Zimmer hattest. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört. Und dann frage ich mich, wie konntest du trotzdem hinter meinen Rücken Pläne gegen mich schmieden, meine Karriere zerstören zu wollen, obwohl ich trotzdem meinen Mund gehalten habe, die aus Loyalität. Frage ich mich, wie man sowas übers Herz bringen kann. Und falls ihr euch denkt, okay, hey, Mariam ist doch genauso fremd, dann ist Yunus halt fremd gegangen. Yunus, das mit deinem YouTube-Video, das mit dem Apartment, stimmt das wirklich? Stimmt das? Also ist Mariam jetzt wirklich auch fremd gegangen, okay. Wirklich genauso, wie du es verpackt hast in deinem Video, dass ich dir angeblich davon erzählt habe, dass Ennis dir davon erzählt hat, stimmt es wirklich genauso, wie du gesagt hast, weil wenn es stimmt, wieso sagst du dann genau das in diesem folgenden Video? Weißt du, was der ausschlaggebende Punkt ist? Stopp. Folgenden Video. Weißt du, was der ausschlaggebende Punkt ist? Apartment. Der Rest mit Daniel kann passieren. Ausschlaggebende Punkt war, sie wollte okay, es hat stimmen. Hat das gestimmt mit Apartment? Nein, hat nicht gestimmt. Die Aufnahmen in dem Auto gehen insgesamt über 20 Minuten. Sollst du Yunus irgendwas so zusammenbasteln, so wie es dir passt, blende ich die Aufnahmen ungeschnitten ein. Während du ich sag euch ehrlich, mein Tipp, Sandra und der Kollege, der Freund, wenn ihr dieses Video sehen solltet, ich fänd's heftig. Das wäre ein heftiges Video, wenn ihr das ungeschnittene Video, das rohe Video aus dem Aushaus hochladen würdet, wenn wir einfach mal sehen, was da passiert ist. Das würde ich mir gerne reinziehen wollen. Das ist eine krasse Reaction, Digga. Das will ich sehen. Tag vorher mit Mariam warst, mit ihr zusammen im Hotel warst, mit ihr gekuschelt hast, sie geküsst hast, sie gesagt hast, dass du sie liebst. Wo warst du ein paar Stunden später, Jungs? Ach, du Kacke. Ja, aber warte mal. Dann ist diese Sandra jetzt aber auch gar nicht so unschuldig. Ist das nicht die? Weil wenn sie dabei war und das durchgehen lassen hat, wie er fremd geht und Mariam nichts erzählt hat, dann ist sie ja aber auch ein bisschen mitbeteiligt daran. Wenn das die überhaupt ist, weil ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist die, das sieht so danach aus. Sie hat ja hier mit zugeschaut und mitgemacht. Leider hat Mariam noch viel und viel mehr auf seinem Handy gefunden. Wo warst du auch mit der Leben? Lena, warst du mit ihrem Hayat Hotel? Warst da mit ihr? Warst da heimlich mit... Oh, was war das denn? Ihr wurde gerade irgendeine Szene eingeblendet, warte mal. Heimlich mit ihr? Warst in deinem Apartment der Leben? Lena, warst... Ich mach dir keinen Kopf wegen Geld, und sicher können auch nochmal das Hotel nehmen. Nein, Walla wird krass vertrauen. Ja, aber kann man einchecken? Rufe dann morgen an. Normalerweise immer so ab. Dürfen nicht gesehen werden, auch wegen Mariam. Ach du Kacke. Aber auch sehr. Also guck mal, ich sag euch eine Sache. Es ist sehr ekelhaft, wenn ein Mann
fremdgehen sollte. Es ist sehr ekelhaft. Aber, was noch ekelhafter ist, wenn dieses andere Mädchen, mit dem der Mann fremdgeht, wenn dieses Mädchen weiß, er ist in einer Beziehung, er ist verheiratet und diese Mariam ist vielleicht sogar noch eine Freundin von Lena, keine Ahnung, die kennen sich alle, und dass sie dann noch kackendreist mit diesem Jungen fremdgeht, ne, obwohl sie weiß, er ist vergeben, das ist ja das Schlimmste. Nicht, dass der Mann fremdgeht, sondern dass dass Frauen sich an vergebene Männer ranmachen und das Ganze mitmachen. Ach, eigentlich sind beide schuld so. Aber ich finde es trotzdem dennoch von der Frau ekelhaft. Wenn die Frau nichts davon weiß und sich einfach nur denkt, okay, ich habe ein bisschen Spaß mit einem Mann, ist was anderes. Aber wenn sie weiß, dass der Mann vergeben ist, verheiratet ist und so weiter und das eigentlich so eine Clique ist, dann ist das was ganz Ekelhaftes. Was mit ihrem Hayat-Hotel? Was da mit ihr? Was da heimisch mit ihr? Was in deinem Apartment? Wir machen mal ein bisschen langsamer hier. Okay, am Trinken, am Rauchen. In diesem Apartment war ich dabei, da war Ennis dabei. Hattest keinen Charme, dass wir mithören, wie du mit ihr schläfst. Nicht mal davor hattest du Charme. Nicht mal Charme vor sowas hattest du. Aber darauf möchte ich gar nicht so explizit eingehen. So, da habe ich noch den Respekt und gehe jetzt nicht so explizit in die Details. Und wisst ihr, was? Aber da kann ich wiederum nur sagen, dass das dann keine richtige Freundin von Mariam war, weil sie spätestens da Mariam sagen müsste, beziehungsweise dort Jonas und Lena sagen müsste, hä, ihr könnt doch jetzt nicht zusammen schlafen, was macht ihr, das geht doch nicht. Ich auch traurig finde. Ich war auch da an diesem Abend, in diesem Apartment, ich war doch auch da, Ennis war auch da und Lena hat mich immer und immer wieder gefragt, ey, ist er noch mit Mariam zusammen? Und ich habe ihr immer und immer wieder, ey, ich weiß nicht, ob sie zusammen sind, aber die haben sich auf jeden Fall gestern noch gesehen. Die beiden sind in Kontakt. Du hast gesehen, wie oft Mariam Jonas angerufen hat. Und natürlich sollte der Mann loyal sein, so oder so ist das Nummer eins. Aber wenn das Mädchen weiß, dass der Junge vergeben ist, finde ich das Mädchen genauso dreckig. Wenn das... Ja, richtig, meine Worte. Das Mädchen nichts davon weiß, kann sie nichts dafür, dann kann sie wirklich gar nichts dafür. Dann sollte man die Schuld niemals bei dem Mädchen suchen. Aber Lena, du wusstest davon. Du wusstest davon. Und wie willst du dich dieses Mal rauskriegen? Nochmal wie beim ersten Mal, bei deiner ersten Aktion, als du mit einem Vergebenen im Hotel warst. Jetzt hast du nochmal das Gleiche gemacht. Was hast du zu mir gesagt? Mit ein paar deutschen Wörtern manipuliere ich doch meine Community sowieso. Mit ein paar deutschen Worten, solange die nicht mal verstehen, was ich da sage, mit ein paar deutschen Wörtern, kann ich meine Community sowieso alles verpacken. Krass. Alles so verpacken, wie ich es will. Hast du das nicht genau so zu mir gesagt? Genau so hast du das stolz zu mir und Jonas und zu den anderen gesagt. Wie stolz warst du darauf? Und jetzt frage ich mich nur eine Sache, Lena. Hast du dich nicht drüber lustig gemacht? Lena, warum vertraust du manchen Influencern nicht mehr? Dass man Freunde aufnimmt. Hast du dich nicht drüber lustig gemacht? Und was hast du mir geschickt? Was schickst du mir für eine Audio? Dass du die liebe TikToker, ihr kennt ja bestimmt alle TikToker, dass du ihren ganzen Anruf aufnimmst, wo sie dir Geheimnisse anvertraut, wo sie dir das und... Kenn ich nicht, aber okay. Das einfach, darauf werde ich gar nicht stark eingehen. Das ist nochmal wieder ein Beispiel, wo ich die Audio nicht abspielen lasse. Einmal TikToker zuliebe. Und einmal, aber solltest du dich trauen zu sagen, ey, das stimmt nicht, dann werde ich die Audio abspielen lassen. Und was hat sie dir in dieser Audio alles gesagt? Denk mal richtig drüber nach. Und dann trau dich bitte nie wieder so TikTok zu machen, um dich drüber lustig zu machen, wenn Freundinnen andere Freunde aufnehmen. Was hast du bei deiner anderen lieben, guten Freundin gemacht? Hat sie dir nicht erzählt, dass sie sich erzählt? Und was hast du gemacht? Stolz mit ihm geschlafen? Mit ihm hast du genauso stolz geschlafen. Und auch dafür werde ich keine Beweise einblenden. Aber solltest du dich, wie gesagt, trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, das stimmt nicht, dann werde ich dafür Beweise einblenden. Falla, diese Sandra, aber muss ich schon sagen, die ist gerade in Yavi TV's Prime, Alter. Die ist gut, Digga. Gute Beweise ist gut, aber Walla, gefällt mir, Digga. Gefällt mir. Da findet jeder den geraden Weg, der konvertieren will. Jeder, der konvertieren will, ihm sollen inshallah alle Türen geöffnet werden. Aber Lena ist sicher, dass du das Konvertieren und den Islam nicht für Klicks ausnutzt. Sowas würde ich niemals in meinen Mund nehmen. Sowas würde ich mich niemals trauen, einem Menschen zu unterstellen. Aber Lena, bist du dir sicher? Weil wenn du jetzt Nein sagen solltest, dann guckt euch bitte einfach alle nur dieses Video. So. 1000 Gramm Ott, Alter. Lol. Hashtag richtig produktive Influencer, ja? Halal-Influencer. Auf Halal-Basis. Morgen erstmal beten gehen. Ich habe es euch nicht so herablassen, über den Islam zu sprechen. Den Islam intern, aber so schauen wir uns für Klicks und Sympathie. Punkt aus. Und mehr sagen. Ich weiß nicht, was diese Lena auf TikTok, ich kenne die ehrlich null, ich weiß nicht, was die für TikToks macht, und man hat es aber gerade gesehen, dass sie sehr oft über den Islam sprechen tut, Sachen über den Islam einbaut und so weiter, dass sie konvertieren möchte. Für mich scheint es auf jeden Fall so, dass sie es nur für Klicks ausnutzen, ne? Weil manchmal ist es ja so, wenn die Leute, die denken, vielleicht das kommt gut an, wow, ich poste jetzt nach dem Motto, ich will konvertieren oder rede ein bisschen darüber, damit die Leute so, wow, Mashallah sagen und ein bisschen Klicks bekommen, dies und jenes, die versuchen einfach so ein bisschen Hype mitzunehmen. Und wenn man sich dann über den Islam so lustig macht, ne, Ott dabei hat, mit vergebenen Männern sich im Hotel trifft, ne, dann verkehrt, Alkohol auf dem Tisch ist und was weiß ich und so, dann kann ich diese Person auch nicht ernst nehmen und dann kann ich der Person auch nicht glauben, dass sie es ernst meint mit dem Islam, ne, das, weil sowas hat null was mit Islam zu tun. Wenn du konvertieren möchtest, dann machst du das und änderst dich, aber kannst nicht nebenbei noch
das und das machen, Digga. Ja, nee. Jeder Mensch macht Fehler, aber du kannst dich offensichtlich mit vergebenen Männern schlafen, das zu dir nehmen und das machen, das ist too much. Habe ich nicht. Du kannst dich natürlich rausreden mit deinen deutschen Wörtern, dich irgendwie entschuldigen mit deinen deutschen Wörtern und dann darauf hoffen, dass deine Community wieder mal verzeiht, dass du dich an einen Vergebenen rangemacht hast, dass du das und das gemacht hast, dass du mit einem, dass deine gute Freundin jemanden liebt, du aber mit ihm geschlafen hast. Aber deine deutsche Community vielleicht, so wie du es gerne betonst, kannst du vielleicht überreden, aber dann wünsche ich dir wirklich viel Spaß bei der islamischen Community, was du denen sagen willst. Also ich glaube, spätestens nach diesem Video, glaubt diesem Mädchen, dieser Lena, niemand mehr. Da wünsche ich dir wirklich viel Glück. Kommen wir zurück zu dem lieben Younes. Younes, du vor ein paar Jahren, was ist passiert? Skandal. Bahnjaxer. Du hast dir deine Bahnjaxer. Du weißt, so, darauf möchte ich jetzt nicht stark eingehen. Was hast du gemacht? Du hast dich von Millionen Menschen im Internet, hast du dich entschuldigt. Du hast angefangen zu weinen. Du hast gesagt, dass du niemals gedacht hättest, dass er dich auffindet, dass er es postet oder sonst was. Und was machst du? Du hast dich über diesen Bruder ausgeholt. Und was machst du? Du machst genau dasselbe. Wo warst du vor ein paar Monaten? Warst mit Ali Hakim in Rotterdam. Und was hast du gemacht? Du hast ihn genauso nackt aufgenommen. Hast diese Aufnahme heimlich gespeichert. Hast diese Aufnahme heimlich in deinen Dateien gespeichert. Heulst erstmal vor Jahren rum, dass er dir sowas angetan hat. Aber machst jetzt vor ein paar Monaten dasselbe. Und was machst du jetzt? Gehst du jetzt wieder ins Internet und holst wegen mir rum, holst wegen Maria rum, holst wegen dem Fremdgehen rum, aber alles, egal worüber du rumholst, denn du machst immer dasselbe, du machst genau dasselbe mit den Menschen, du beschwerst dich, aber machst immer das Zehnfache. Und ich werde hier weder ein Bild von Ali Hakim oder sonst was einblenden, sowas würde ich niemals machen. Ali Hakim, du kannst mir gerne privat schreiben, dann kann ich dir das gerne beweisen, aber Younes, ich sag's noch einmal, solltest du dich auch trauen zu sagen, nein, das ist eine Lüge, es stimmt nicht, dann werden wir sehen, wer von uns beiden der Lügner ist. Wie gesagt, Ali Hakim, du kannst mir gerne schreiben, ich werde es dir beweisen können. Und Younes, tu mir bitte den Gefallen und heul nie wieder rum, dass Menschen dir das oder das antun, wenn du nicht besser bist. So, kommen wir zu Dortmund. Was ist in Dortmund? Was hast du vor Jahren in Dortmund ab? Oh, die kennt ja einfach ganze Leben so von diesen Younes-Lam. Wallah, krank, Alter. Da siehst du mal aber so ein Mensch. Stille Wasser sind tief, Digga. Dieser Mensch war sehr lange mit dieser Gruppe dabei, ne? Die hat sich das alles mit angeschaut, hat sich einiges angehört, ne? Und hat immer wieder einiges schlucken müssen. Und jetzt ist sie geplatzt, Digga. Ne? Jetzt ist die Bombe geplatzt und jetzt packt sie aus, Digga. Richtig krass. Gezogen. Hast Polenböller angezündet in einem Center und was ist passiert? Wegen dir und deinen Freunden. Es hat eine Mutter ihr Kind verloren, eine Schwangere hat ihr Kind verloren. Als wenn. Das wusste ich gar nicht. Und was hast du zu uns gesagt, dass es dich nicht gejuckt hat? Dein Younes Amiri, dein Instagram-Name, kam in die Nachrichten. Wegen diesem Vorfall hast du den blauen Haken auf Instagram bekommen. Und hat es dich gejuckt? Hat es dich gejuckt? Nein, denn du warst stolz auf deinen blauen Haken. Krank. Haben die Minus-Abonnenten nicht gejuckt. Dich haben die Hate-Nachrichten nicht gejuckt. Dich hat die Mutter nicht gejuckt, die ihr Baby verloren hat. Das Einzige, was dich gejuckt hat, war dein scheiß blauer Haken. Kommen wir nochmal zu einem anderen Teil, der mich auch stark schockiert hat, so. Wallah, krank. Krank, Alter, krank. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass aufgrund seiner Böller-Aktion eine Mutter, die schwanger war, ihr Baby verloren hat, wegen Younes. Ich habe nur mitbekommen, dass er eine Massenpanik war und viele hingefallen sind, aber Wallah, heftig, Alter. Heftig, Digga. Wusste ich gar nicht. Younes, was habe ich auf deinem Handy gefunden, als ich an deinem Handy war? Ist sowas, vor allem, ich weiß, Younes, du möchtest gerne an die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß auch, dass du an die Öffentlichkeit gehen willst und sagen willst, Sandra war an meinem Handy, wie kann man so respektlos sein? Aber mach es, es juckt mich nicht. Denn wisst ihr, was ich noch auf seinem Handy gefunden habe? Younes, du warst bei Enes zu Hause, du warst bei seinen Eltern zu Hause. Du hast am selben Tisch gegessen wie die Eltern. Und was hast du gemacht? Du hast ein Bild noch mit der Mutter, ein schönes Bild mit der Mutter. Okay. Gemacht. Ein auf den, ey Tante, lass uns ein schönes Bild machen. Und was hast du gemacht? Du bist hoch in ihr Zimmer gegangen, bist an ihre Handtasche gegangen, hast ihre Kreditkarte abfotografiert. Und was hast du gemacht? Was hast du mit diesem Bild gemacht mit ihr, was du ja eigentlich hier als Erinnerung gemacht hast? Was hast du mit der Kreditkarte gemacht? Du hast die Kreditkarte heimlich abfotografiert. Und was hast du gemacht? Hast damit heimlich Mietautos geholt? Hast sie damit heimlich Mietautos bezahlt? Gehst heimlich an die Tasche einer Mutter, fotografierst heimlich eine Karte ab. Was redest du? Er hat die Kreditkarte von seinem besten Freund der Mutter abfotografiert und damit Sachen gekauft. Was redest du? Und machst sowas. Du saßt mit denen an einem Tisch. Wie geht das aber? Was redest du? Sie hat dich eingeladen. Die Eltern haben dich eingeladen. Die haben zusammen mit dir gelacht. Und was ist dein Hintergedanke? Was dachtest du dir, während du den Eltern von Enes in die Fresse gelacht hast? Was dachtest du dir? Was dachtest du dir in diesem Moment? Ach, ich will doch einfach nur eure Karte. Ich will doch einfach nur euer Geld. Während du denen ins Gesicht lachst, hast du so dreckige Gedanken. Und ich frage mich wirklich, wie man sowas übers Herz bringen kann. Stell dir vor, ich wäre an Ramadan zu deinen Eltern gekommen, hätte mit denen an einem Tisch gesessen und hätte sowas mit denen gemacht. Gehe mal davon aus, ich habe für alles Verständnis. Oder wir haben für alles Verständnis. Aber gegen seinen eigenen Vater, dein Blut, dein Fleisch und Blut, gegen diesen Menschen irgendwelche Hintergedanken zu haben und heimlich Sachen abzuspeichern, heimlich alles abzufilmen. Ich schwöre es dir, hättest du die Sachen, die ich habe, du hättest alles eingeblendet, Jungs. Du hättest null Rücksicht auf mich gehabt. Aber ich habe noch ein wenig Rücksicht. Ein bisschen Rücksicht habe ich noch und blende nicht alles ein. Wie gesagt, solange du nicht sagst, das und das ist eine Lüge, werde ich nichts einblenden. Aber solange ich nur einmal das Wort Lüge aus deinem Mund höre, sehen wir uns beide wieder, Jungs. Während die ganze Sache eskaliert ist, als Jungs davon Wind bekommen hat, dass wir seine SIM-Karte und sein Handy hatten, nachdem er sein Handy zurückbekommen hat, was hast du so Tolles nochmal zu Enes gesagt, weil wir uns im Auto eingesperrt haben, da du uns ja angreifen wolltest, gegen das Auto getreten hast und was weiß ich. Was hast du nochmal gesagt? Enes ist schön am Autofahren. Warum fährst du Auto ohne Führerschein, aber? Warum fährst du Auto ohne Führerschein? Fährt der? Fährt der? Fährt der?
Fährt der? Wer fährt der? Wir sind hier schon seit einer Stunde. Erstens, Enes kann gar kein Auto fahren. Zweitens, Enes hat keinen Führerschein. Drittens, Jonas, du hast auch keinen Führerschein. Aber wer ist denn die ganze Zeit rumgefahren? Enes oder du? Was versuchst du seit Tagen hier in Frankreich? Bis Mariam fremdgegangen, die ganze Familie weiß davon, aber trotzdem stehst du die ganze Zeit vor deren Tür. Was versuchst du die ganze Zeit? Versuchst du die ganze Zeit seit Tagen, versuchst du an Material zu kommen? Filmst dich von wegen, die lassen mich nicht rein. Die Familie ist so, ich liege auf dem Boden, ich schlafe auf dem Boden. Schläfst du wirklich auf dem Boden oder hat die ABK nicht dein Hotel bezahlt? Machst trotzdem heuchlerische Aufnahmen von wegen, es würde dir finanziell nicht gut gehen. Läufst aber die ganze Zeit mit deinen Batzen rum. Hast einen Schlafplatz, Mariams Cousin sogar bietet dir einen Schlafplatz an. Machst trotzdem heuchlerische Aufnahmen von wegen, wir würden dich vor der Straße abkacken lassen. Wir würden das und das mit dir machen. Ich wollte hier auch gar nicht ABKs Namen mit reinziehen. Ich habe AK schon privat geschrieben, ich weiß auch nicht, ich denke mal, du wirst diesen Teil dieser Szene des Videos wirst du sehen. Ich habe dir privat schon geschrieben, was Jonas alles über dich gesagt hat. Aber Jonas, was hast du nochmal so stolz gesagt? Wenn Mariam rausfinden sollte, dass du ihr fremdgegangen bist und Statements geplant oder was weiß ich, was ist das Erste, was du tust? Also irgendwie, ey, heute hatte wieder so mein Kopf geregnet, dieses Geld. Ja. Ich meine, direkt zu der Gimme den Schlüssel, ich wäre direkt jetzt zur ABK gefahren. Voila. Wieso hast du mich, Jonas? Wieso bist du sauer auf mich? Weil ich Mariam die Wahrheit über dich gesagt habe? Weil ich Mariam gesagt habe, dass du fremd gehst? Bist du sauer darüber, dass ein Mensch aufgedeckt hat, dass du fremd gehst? Du sagst, Mariam, Alhamdulillah, ist es rausgekommen, ich konnte damit nicht mehr leben, aber gleichzeitig parallel dazu hast du mich und wünschst mir, dass meine Karriere kaputt geht und was weiß ich, und wünschst mir alles Mögliche, weil ich es ihr gesagt habe. Wie kann man so paradox sein? Das verstehe ich nicht. Und weißt du was? Du kannst über mich... Alter, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Ich habe auch nie so ein heftiges Video, glaube ich, gesehen von dieser Netflix-Staffel, ne? Was hier alles ausgepackt wird, ich kann nur eins sagen, Digga, ballaba, was ein ekelhafter Mensch dieser Jonas ist, ne? Was hier gerade alles so auftaucht. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, ob jetzt Mariam doch nicht so ist und ob das alles nur von Jonas so ein Gelaber war. Vielleicht hat uns der Jonas so krass manipuliert und wir haben alle schlecht über Mariam geredet und sind in ihr Hack reingegangen. Ballah, ich weiß es nicht, aber ich werde diesen ekelhaften Jonas nie wieder ein Wort glauben. Auspacken, was du willst. Du kannst über mich einblenden, was du willst. Weil wie du sehr stolz immer sagst, alles Wichtige an Beweisen habe ich immer auf meinem iMac. So, dann blende alles ein. Blende mein ungeschnittenes YouTube-Video ein. Das YouTube-Video-Statement, Fake-Freundschaft. Blende es ein. Erstmal hatte ich eine weiße Jacke an. Hast du mir gesagt, nein, das ist nicht gut. Du musst mehr und mehr über Mariam reden. Du musst mehr und mehr reden. Du musst das und das sagen. Hatte dann eine braune Jacke an. Musst du das YouTube-Video komplett nochmal drehen. Blende bitte alles ein. Blende es ungeschnitten ein. Blende aber auch ein, was du alles für Lügen eingeblendet hast. Blende ein, was du zu mir gesagt hast. Blende bitte alles ein. Mach es. Es interessiert mich nicht. Du kannst alles einblenden. Aber weißt du was, du kannst nichts einblenden, von wegen ich wäre in der Freundschaft irgendwie falsch gewesen oder ungerade oder sonst was. Weil weißt du was, es gibt nur was über Menschen, wenn man nicht gerade gewesen ist. Aber ich bin gerade gewesen. Ich war gerade, Jungs. Ich war gerade zu dir. Ich war immer gerade und deswegen wirst du nichts gegen mich, du wirst nichts gegen mich sagen können. Das Einzige, was du machen kannst, ist Lügen. Du kannst Lügen über mich erzählen, aber erzähl so viel Lügen, wie du willst. Wie will man einem Lügner denn glauben, wenn er seine Hand schon auf Koran gelegt hat und trotzdem noch weiter lügt? Deswegen rede so viel, du willst. So, und falls ihr denkt, mit diesem Video wollte ich auf einmal Mariam gut reden. Ich habe Mariam in diesem Video wirklich nur sehr, 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 sehr selten erwähnt. So, quasi so, sie war natürlich manchmal dabei, aber ich habe nicht oft über sie geredet. Was Mariam angeht, sie kann sich selber frei entscheiden, ob sie ein Video macht oder nicht und sich zu diesen ganzen Sachen rechtfertigt, weil Mariam war, glaube ich, bis jetzt die Einzige, die noch gar kein Statement gemacht hat. Es kamen von mir Statements, es kamen von Juni Statements, aber von ihr kam noch gar nichts. Deswegen, ich werde sie weder gut reden oder sonst was oder schlecht reden oder was weiß ich, es ist ihre Sache, aber ich weiß ganz genau, was deine Ziele sind, Juni. Du möchtest vor die Kamera gehen und sagen, ey Sandra, warum möchtest du auf einmal Mariam gut reden? Bei meinem Vater redest du doch so und so über schlecht. Das stimmt, ich habe über Mariam schlecht geredet. Ich bin sogar vor die Kamera gegangen und habe vor 100.000 Menschen schlecht über sie geredet und deswegen mache ich nicht auf heuchlerisch und rede sie jetzt gut. Das mache ich nicht. Du kannst gerne die Screens einblenden zwischen dem Chat von dir, von mir und deinem Vater, Jonas, wo ich schlecht über Mario rede. Dazu stehe ich. Und ich stehe auch dazu, Jonas, dass ich dein Handy hatte. Ich stehe auch dazu, dass ich deine SIM-Karte hatte. Aber ich bereue es kein bisschen. Du kannst vor die Kamera gehen und sagen, ey, sie hatte mein Handy. Wie kann sie an mein Handy gehen? Wie kann sie an meine Privatsphäre gehen? Aber wie kommst du an meine Privatsphäre gehen? Wie kannst du eine Frau haben? Wie kannst du eine kleine Schwester haben, aber trotzdem solche Sachen von mir auf deinem Handy haben? Deswegen bereue ich es kein bisschen. Du kannst wirklich, es juckt mich nicht, geh an die Öffentlichkeit und heul drüber rum. Du kannst schwören und schwören. Und am besten schwörst du noch auf Koran. Ah nein, das geht ja nicht. Du hast schon mal dabei gelogen. Deswegen mach, was du willst, Jonas. Und das Traurige ist, Leute, ich stehe wirklich zu allem. Ich stehe zu all meinen Fehlern, die ich gemacht habe. Deswegen, Jonas, egal was du hast postest. Aber eine Sache fühle mich traurig. Jonas behauptet, dass ich seine Accounts irgendwie geklaut hätte oder sonst was. Er, sein Vater und was weiß ich, wer noch alles haben mir gedroht, dass die damit irgendwie das rechtliche Konsequenzen geben wird. Dann soll es rechtliche Konsequenzen geben. Denn wenn es rechtliche Konsequenzen geben wird, dann wird am Ende rauskommen, dass ich nichts mit den Accounts zu tun hatte. Ja, stimmt, ich bin an sein Handy gegangen. Ich habe meine Sachen gelöscht. Aber ich würde einem Menschen niemals das Brot wegnehmen. Weil ich weiß, Jonas verdient damit sein Geld. Er verdient damit sein Brot. Und egal was ich für dich, egal was für einen Hass ich spüre oder sonst was, ich würde keinem Menschen auf dieser Welt sein Brot wegnehmen. Deswegen, Jonas, geh diesen rechten Weg, geh diesen rechtlichen Weg, denn am Ende wird rauskommen, dass ich nichts mit diesen Accounts zu tun hatte und dann wirst du dich blamieren, dann werde ich mich blamieren. Das ist traurig.
Also ich muss sagen, zu 100.000% glaube ich diese Mädchen hier, was sie erzählt. Sie kommt so krass real rüber, man sieht diesen Pain einfach in ihrer Stimme. Sie spricht da einfach frei aus ihrer Seele und erzählt einfach nur die Wahrheit und sie hat auch zu 100% nichts falsch gemacht. Ne? Ich finde es gut, sie steht zu ihren Fehlern, sie sagt, ja, ich habe mich da mit Mariam gelästert und du hast mich dazu auch gedrängt und gezwungen, keine Ahnung, sag ruhig alles, ist mir egal. Aber sie steht dazu, sie entschuldigt sich, ne? Sie steht ihrem Mann sozusagen und sie hat hier die ganze Wahrheit ausgepackt und einfach Younes wahres Gesicht gezeigt. Ne? Ich glaube, das wurde auch mal Zeit, Digga, weil wir glauben immer wieder den falschen Menschen. Ihr habt ja gesehen, da kommt ein Video von Younes und wir dachten wirklich, krass, er wäre einfach so ein Unschuldslamm und hätte nichts getan, obwohl er einfach richtig schlimm ist. Ne? Ich habe gerade hier Sachen gehört, womit ich niemals gerechnet hätte. Geisteskrank, Digga, ehrlich, also nicht mehr normal. Und sie sagt ja zum Thema, ihr könnt mich anzeigen, von wegen mit Accounts, was auch immer. Sie könnte Younes genauso anzeigen in vielen Punkten. Zum Beispiel der Punkt, dass Younes intime Bilder von ihr auf dem Handy hatte, das ist auf jeden Fall eine Anzeige wert. Ne? Sie kann, die hat das ja auch alles aufgenommen, sie kann ihn deswegen anzeigen und sollte sie minderjährig sein oder zu dem Zeitpunkt minderjährig gewesen sein, würde das den Younes noch mehr treffen, weil das wäre dann einfach Kinderpornografie wäre das dann auf dem Handy. Und das wird momentan in Deutschland richtig krass bestraft. Ne? Nicht nur mit Geldstrafen, sondern auch mit einer Freiheitsstrafe. Weil sie sieht mir auch sehr jung aus. Ich glaube nicht, dass sie älter als 18 ist. Frankreich schon versucht, egal wann du mich und Enes siehst, versuchst du Material gegen ihn zu sammeln. Du entschuldigst dein Fremdgehen, indem du sagst, hätte Sandra mir das und das nicht gesagt, hätten du und Sandra euch nicht gestritten und was weiß ich, war ich der Grund dafür, dass du deinen Brein gesteckt hast, hab ich dir gesagt, mach das und das, hab ich dich dazu gezwungen, hab ich dich gefesselt, hab ich sie gefesselt und gesagt, ihr macht das jetzt miteinander. Wie kannst du Fremdgehen rechtfertigen, indem du andere dafür die Schuld gibst? Was hab ich gemacht? Sagst du ihr, Sandra hat unsere Beziehung zerstört? Wie viel Einfluss hattest du denn in meiner Beziehung mit Enes? Was hast du in Enes ins Ohr geflüstert? Wie viel Einfluss hattest du? Was hast du in Griechenland mit uns gemacht? Während Enes und ich uns gerade tot gestritten haben, haben uns überblockiert. Hast du Enes angerufen? Ey, bra, sie wird gegen dich schießen. Du musst zuerst ein Video gegen sie machen. Bist du zu mir gekommen? Enes hat mir gerade gesagt, er wird gegen dich schießen. Sandra, du musst zuerst gegen ihn schießen. Was für ein dreckiges Spiel hast du die ganze Zeit mit uns gespielt? Krass, Alter. Einfach so ein Fitnermaker, ja. Enes und ich, wir kannten nichts. Enes und ich, wir wussten nicht, wir kannten diese dreckige Welt in diesem Internet nicht. Wir hatten gar keine Ahnung. Wir waren nicht so. Wir waren nicht so, Younes, das weißt du. Wer ist das denn? Du gehst fremd. Ach so, waren das jetzt die und ihr? Suchst Aufnahmen, in dem Enes und ich irgendwie zugeben, dass wir auch was mit Typen hatten, dass ich was mit Typen hatte, dass Enes was mit Mädchen hatte. Aber weißt du was, Younes, Enes ist nicht so wie du und ich bin auch nicht so wie du. Egal was zwischen mir und Enes war, wir sind nicht wie du. Wir haben ein Herz, wir sind nicht wie du. Deswegen sag, was du willst, erwähn, was du willst. Sag von mir aus, wir hatten was mit dem und dem. Und jetzt sagst du aber, wie soll ich das denn beweisen? Ihr habt doch mein Handy zurückgesetzt. Ich dachte, du hast alle Beweise auf deinem iMac. Dann blende Beweise ein. Blende alles ein, was du hast. Denn es gibt sowas, habe ich in meinem Leben nicht getan und Enes genauso wenig. Und das weißt du. Deswegen such woanders weiter, grab woanders weiter. Und wisst ihr was, Leute? Egal welcher TikToker jetzt was gegen mich hat, egal ob ein Younes was gegen mich hat, egal welcher YouTuber was gegen mich hat, das interessiert mich nicht. Denn wisst ihr was, ich höre mit diesem Internet sowieso auf. Ich wollte lediglich eine Sache, euch die wahren Gesichter von ein paar bestimmten Leuten zeigen. Und ich werde mit Enes auswandern. Ich werde auf dieses Internet scheißen. Ihr könnt mich zerstören, ihr könnt suchen und suchen. Aber wisst ihr was, ihr müsst eine Person zerstören. Wen wollt ihr markieren? Es gibt keine Accounts. Ich bin raus aus diesem Internet. Verständlich eine Sache, Leute. Ich stehe dazu, Geld und Fame hat mich verändert. Geld und Fame verändert Menschen. Man kann sagen, was man will. Es verändert. Diese Internetwelt ist so dreckig. Es ist wirklich das Dreckigste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Ich bin wirklich nicht stolz darauf, Teil dieses Internets gewesen, sondern Teil dieser dreckigen Welt gewesen zu sein. So Leute, das war's von mir. Das waren meine letzten Worte. Ich bin fertig, ich bin raus aus dieser Sache. Und genau, ich wünsche euch viel Erfolg. Es tut mir von Herzen leid, wirklich, falls dieses Video jetzt an Ramadan irgendwie online gekommen ist oder kurz vor Ramadan oder mitten an Ramadan. Okay. Wirklich, es tut mir okay, das war's mit dem Video. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum der sich zum Schluss nochmal ne, so rechtfertigen musste und gesagt hat, so von wegen dies und jenes, macht jetzt, was ihr wollt. Ich finde, sie trägt jetzt keinerlei Schuld hier bei diesem Video. Sie hat ja einfach nur die Wahrheit ans Licht gebracht. Ich weiß jetzt nicht, was davor war, ob da irgendwas gewesen ist, aber auf jeden Fall, alter, krankes Video, ne? Hat jetzt auch mittlerweile über 400.000 Aufrufe, müsste sogar noch mehr haben, meiner Meinung nach. Das ist so ein Video, was eigentlich die Runde machen muss. Ne? Das muss eigentlich jeder sehen, damit man einfach nur sieht, was für Gesichter diese Menschen haben. Aber ja, heftig, Digga. Wir kennen jetzt sozusagen die Wahrheit, ne? Also es kam auf jeden Fall real rüber. Ich habe jetzt ein ganz neues Bild über den Younes. Und bin mal gespannt, was hier noch folgen wird. Eure Meinung gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze sieht, ne? Ob ihr dieser Sandra glaubt oder nicht. Eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns wieder, Freunde. Ciao, ciao.